Was kostet eigentlich hier eine Grabstätte? Jude sind Sie schon, oder? Der Beweis ist das nicht unbedingt. Sie sprechen zwar Jiddisch. Aber was? Eichmann sprach auch Jiddisch? Warum gehen Sie nicht zum Geburtsort Ihrer Familie? Sascha hat ein neues Auto. Kann sie da hinfahren? Ich fahr dich. 1000 Euro plus Benzin und Spesen. 400 Euro plus Benzin und Spesen. 700 Euro plus Benzin und Spesen. 500 Euro plus Benzin ohne Spesen. Ich fahr mit dem Alten nach Dings. Du bist doch jetzt nicht mit meinem Auto nach Ungarn gefahren, oder? Womit denn sonst? Könnten wir uns darauf einigen, dass im Auto nicht geraucht wird? Vorsicht! Ist es tot? Ein Schwein spazieren! Du versuchst zu beweisen, dass du ein echter Jude bist? Du stopfst dich dann mit Schweinefleisch voll? Ich esse, was mir passt. Ich suche Gräber der Familie Teitelbaum. Es geht doch um seine Identität. Darum, dass man sie nicht anerkennen will. Ich habe sie mein ganzes Leben lang geleugnet, diese Identität. Du reist hierher. Ich will ein jüdisches Grab. Keiner glaubt mir. Dabei glaubst du noch nicht mal an dich selbst. Ich kann Ihnen ohne glaubwürdige Zeugen keine Judenbescheinigung ausstellen. Die Nazis haben uns damals weniger genau genommen. Ich erinnere mich nicht an das Lächeln meiner Mutter. Oder das Rascheln ihres Kleides im Wind. Ich erinnere mich nicht. Wenn du vergessen wolltest, wieso hast du sie nie wegmachen lassen? Diese Nummer ist das Einzige, was ich noch habe. Es gibt immer irgendwelche Überlebenden, die wissen, wer man ist. Was wäre, wenn es eines Tages nur einen einzigen Überlebenden gäbe? Gute Frage.